Bulganda, Panemunda Kolganda. Samarkand ist eine Zauberformel, ganz unabhängig davon, dass man weiß, worum es geht. Vor allen Dingen, wenn man zweimal hintereinander Samarkand, Samarkand sagt und die Augen dabei schließt. Und schon siehst du die Minarette, wie sie vor deinen Augen hochwachsen und hörst die Basare und siehst so einen kupfernen Himmel und die Wüste im Hintergrund. Samarkand, Samarkand. Ich finde, das ist wie ein mittelalterlicher Zauberspruch. Hier kommt schon einiges zusammen und das habe ich einfach mal literarisch in die Saftpresse genommen und verdichtet und in die Katastrophe hineingetrieben. Es wird Krieg geführt und einer hat eben den Auftrag der Partei, die auf jeden Fall verlieren wird, noch einen allerletzten symbolischen Sieg zu verschaffen. Stichwort World Trade Center. Meine Hauptfigur ist auch nicht unbedingt ein Guter. Der ist besessen, ja, dass er für die richtige Sache kämpft. Aber, und er will was, ja, finde ich, der ist ein starker Typ. Aber gut, weiß ich nicht. Ich habe keinen Kriegsroman geschrieben, sondern auch hier ist der Krieg nur der Rahmen für den Weg eines Mannes durch den Flickerlteppich dieses Krieges. Wenn man sagt, es gibt ein Roadmovie, dann ist es ein Trailmovie. Ja, auf diesen einsamen Pfaden kommt es zum Showdown. Und es ist sehr hoch oben im Gebirge zum Teil. Ja, dann ist es von mir aus auch ein Gebirgsroman. Ich habe so viel vorbereitet an möglichen Handlungsverläufen und damit auch Schlüssen, die allesamt schlecht waren, schlecht ausgingen, dass ich furchtbar aufgeregt war, wie es ausgeht.